Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, Freunde, ich bin wieder da, zurück aus dem Sommerloch, rein in den Herbst. Und ja, ich habe keine Ahnung, was dieses verpixelte Zeug hier ist. Und mein T-Shirt ist leider gar nichts dran, aber dennoch ist hier noch genug Licht, aber trotzdem verpixelt. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und ja, Freunde, vorab, bevor wir starten, würde ich mich sehr gerne freuen, wenn ihr auf das Video ein Like da lässt, ein Abo da lässt für die ganzen stillen Zuschauer unter euch, die vielleicht öfters dabei sind und das Ganze schon länger gefällt. Ich würde mich sehr, sehr gerne freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like auf den Videos da lässt. Das würde mich sehr, sehr gerne freuen. Und ja, ich würde sagen, bevor wir auch noch weitergehen, nach diesem Video werde ich auf Twitch live sein. Da werden wir jetzt weitermachen. Wir sind jetzt am Anfang noch mit unserem Team am Bauen. Was für ein Team das ist, werde ich euch dort verraten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ja, legen wir mal los. Heute geht es darum, um die Starter-Teams. Ich habe dies unterteilt unter Billo-Team, Elite-Team und Luxus-Team. Ich würde sagen, legen wir mal los mit dem Billo-Team. Ich meine, Billo-Team im Sinne von sehr billig. Und wir haben ja jetzt gestern den Release gehabt, den vorab 3 Tage vorab Zugriff. Und ja, das Team hat hier am Anfang 20.000 gekostet. Leider ist es gestiegen zum Release. Aber ich kann euch versichern, dass sie in den nächsten Tagen, nicht nächsten Tagen, sondern in den nächsten 2, 3 Wochen definitiv sinken werden. Auch die anderen Metakarten und ja, Trading um Trading geht es jetzt aber nicht. Aber ich denke mal, die 30.000 Coins könnt ihr euch auch easy so holen. Squad Battles und so weiter. Ja, unter anderem habe ich hier für euch ein türkisches Super League Team mit ein paar Franzosen aus der französischen Liga und 2 Liverpool-Spielern. Ja, für den Anfang finde ich das super, super gut. Für die, die nicht viel Coins machen wollen, ist das perfekt. Und ja, da kann man auch innerhalb ein paar Wochen auch schon so wieder sein, dieses Team dann upgraden. Schaut euch das mal an. Valencia, das ist ja übrigens der Bruder von Antonio Valencia, der beste Rechtsaußen, der bei Manu gespielt hat überhaupt. Aber der hier finde ich auch sehr interessant. Hier Bruma war auch schon in halb Europa unterwegs. Und Dries Mertens, eine Neapel-Legende, jetzt bei Gala, finde ich richtig interessant. Dann hier, übrigens müsst ihr halt noch gucken, wegen dem Chemiesystem, da bin ich selber noch ein bisschen am gucken. Wichtig ist es am besten, über 27 oder 28 von 33 Chemiepunkten zu haben. Da sind die meisten halt alle auf Chemie. Und ja, ich finde, die Offensive ist okay. Falls ihr nicht mit einem Stürmer spielen können, könnt ihr auch gerne einen zweiten hier setzen. Gibt es noch genug Alternativen? Und ja, das sind für mich auch interessante Mittelfeldspieler. Ihr könnt gerne auch mit 2 Achtern, also wenn ihr, falls ihr 4-3-3 oder 4-4-2, wie ihr auch immer gerne spielen wollt, finde ich es am besten mit 2 Achtern und 1-6er oder am besten 2-6er zu spielen. Und ja, die Abwehr finde ich auch sehr interessant. Es gibt übrigens auch Unmengen an Alternativen. Dann mit Van Aanholt und Lafont, der auch jedes Jahr immer Meta ist. Und Rosier sagt mir irgendwas, der in der französischen oder englischen Liga gespielt hat. Bin mir jetzt nicht sicher, eins von beiden. Ich glaube, französische Liga. Auch sehr, sehr interessant. Und dann haben wir hier die 2,50 Zentimeter. Ja, eigentlich sind das sehr, sehr starke Karten. Aber das Tempo weiß ich jetzt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die gut sein können, aber muss man auch mal schauen. Dennoch finde ich dieses Team sehr, sehr solide und ja, 30k, ich meine, in 2, 3 Wochen könnte es höchstwahrscheinlich auf 15 oder 20k wieder fallen. Easy Coins sind das und ja, damit kann man auf jeden Fall schon überleben. Und ja, kommen wir zum nächsten Team. Hier haben wir das nächste Team, das kostet 220k mittlerweile, das war bei 100k gewesen. Das Team ist für Leute, die noch mal ein bisschen mehr Coins haben. Und ja,
Diogo Jota, das wird auf jeden Fall eine sehr gute Karte sein. Mit 5 Sterne Weak Foot auch sehr stark. Hier nochmal 4-4 und dann noch Rafinha. Viele sind auch auf Anthony neugierig. Rafinha finde ich auch okay. Anthony kann man auch nehmen, ist nochmal ein Tick viel besser. Natürlich. Und ja, auch hier nur mit einer Spitze kann man auch variieren mit zwei, wenn ihr Bock habt. Und ja, dann zum Mittelfeld habe ich Gravenberch wegen Malacia hier, den neuen Linksverteidiger von Manchester United. Ja, ist halt hier nochmal schwer zu verlinken. Ich weiß nicht, ob es schwer zu verlinken, aber es gibt ja noch Zakaria, den man noch hier linken kann. Fred auch, aber Fred ist ja halt die günstigere Alternative. Ansonsten würde ich auch auf Zakaria gehen, statt Fred, weil ist jetzt nicht so eine interessante Karte, aber dennoch kann man mit ihm bis Oktober, bis November so spielen auf jeden Fall. Kessié auch eine brutale Karte für auf der 6, auch gern auch auf der 8, aber ich denke mal, auf der 6 wird er mehr gespielt. Und ja, das zum Mittelfeld. Und dann die Abwehr finde ich auch extrem böse, schon für dieses Budget. Frimpong sehr stark, auch wenn ich FC-Fan bin. Ja, dann De Ligt für diese Holland, für die Holland-Spieler. Dann Ter Stegen. Also ich bin mir 100% sicher, dass das Team in 2, 3 Wochen auf jeden Fall sinken wird, da ja jetzt dieser 3 Tage Vorabzugriff jetzt seit heute draußen ist. Und zum 30. ist ja nochmal für jeden die Standardversion im Laden erhältlich. Und ja, mal schauen, wie das Ganze sich entwickelt. Und ja, das ist ein Team für die Elite-Spieler jetzt nochmal. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Team und das ist das Luxus-Team. Ja, Freunde, hier ist nochmal eine ganz andere Liga drin. Das ist eher so für die Pay-to-Win-Leute, die sehr gerne aufladen. Ich weiß, Icons sind dieses Jahr nicht so Meta, sollten ja normalerweise die Heroes ja sein jetzt, aber trotzdem sind wir halt immer diese OGs und wollen halt immer die krassesten Karten überhaupt haben. Und ja, im Tor Donnarumma, sehr Meta, kann man auch Lafont oder Courtois nehmen, aber ich glaube, Courtois ist jetzt nicht so interessant und deshalb habe ich Donnarumma genommen. Zur Abwehr, Eder Militao hat fast jeder, habe ich wirklich bei jedem gesehen. Daneben mit Rüdiger oder Van Dijk, glaube ich, aber ich glaube eher mehr Rüdiger. Ich habe jetzt Maldini genommen. Es gibt aber noch Lucio und viele andere Innenverteidiger. Muss man halt nochmal schauen, wer da nochmal am besten ist. Dann Rechtsverteidiger Hakimi. Es gibt auch Alternativen wie Philipp Lahm oder Carlos Alberto. Aber ich glaube, die meisten werden auch auf Philipp Lahm oder Hakimi eher wahrscheinlich gehen. Und ja, Paris-Spieler sind wirklich sehr, sehr böse mit aufgestellt. Und ja, kommen wir zur Linksverteidigerposition. Mendy am Handy. Ja, auch sehr, sehr starke Karte. 5 Sterne Weak Foot für einen Verteidiger ist schon geisteskrank. Und ja, ich habe auch gesehen, viele wollen auch Capdevila spielen, also in den Starterteams. Capdevila ist ja auch eine Hero-Karte. Da bin ich mal gespannt, was da aufgestellt wird. Also ich finde Mendy auf jeden Fall super, super stark, aber Capdevila kann man auch nehmen. Mal schauen. So, ne? Auf jeden Fall das dazu. Zum Mittelfeld, Freunde. Neymar, ganz klar Meta. Viele wollen auch Vinicius spielen. Neymar finde ich höchstwahrscheinlich auch viel, viel besser. Aber ich denke, Vinicius wird die nächsten Jahre auch alles zerbersten. Und ja, 5 Sterne, 5 Sterne, was willst du mehr? Wie immer jedes Jahr Meta. Und ja, kommen wir zu den Sechsern. Einmal Hullet und Vieira. Die werden geisteskrank böse werden. Da bin ich mir schon ganz klar sicher. Und ja, ich brauche nicht viel zu sagen. Das sind absolute Macherspieler und
Mal schauen, wie lange die es diesmal halten werden. Ja, Rechtsaußen, Freunde, ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen, die neue Icon, Jairzinho, hat mir leider wirklich nichts gesagt, bis ich die Pelé-Doku gesehen habe. Ich glaube sogar, der hat ja mit ihm gespielt. Er hat mit ihm gespielt. Und ja, mal gucken. Ist eigentlich für mich 1 zu 1 wie Garrincha, weil Garrincha ist einer meiner Lieblingskarten. Und er hat das Einzige, was Garrincha hat, ich glaube, der hat auch 4 oder 5 Sterne. Bin mir jetzt nicht sicher. Also Weakfoot. Ist eigentlich fast das Gleiche. Garrincha ist, glaube ich, nur 1,70. Hier zeigt er 1,73 an. Und mal schauen. Viele haben aber auch Messi rechts außen, aber ich weiß nicht, ob die den auf der 10 spielen wollen, also 4-2-3-1 spielen wollen. Also ich kann mir diese Aufstellung gar nicht vorstellen, weil ich unbedingt mit zwei auf Stürmern spielen würde. Klar kann man auch mit einem Stürmer spielen, wie auch auf den anderen Teams gezeigt. Aber mal schauen. Ansonsten finde ich momentan neben Messi halt Garrincha und Jairzinho für den Anfang brutal gut. Und ja, was anderes, was rechts außen ist, fällt mir jetzt nicht ein. Außer Dembélé oder Antony. Aber ich glaube, viele werden auf Dembélé gehen. Oder Messi, je nachdem, ist halt Geschmackssache. Ja, kommen wir zu den Stürmern. Mbappé, muss man gar nichts dazu sagen, auch brutal, sehr gut. Und hat ja mittlerweile schon jeder, habe ich gesehen. Jeder hat den Joff gespielt und jeder hat den gezogen, fast mittlerweile. Also nicht jeder, sondern viele habe ich gesehen. Dann RNF, ganz klar auch, das ist einfach der Don vorne mit Mbappé. Wer den nicht holt, als Pay-to-Win-Spieler, sag ich mal, muss zum Arzt. Ganz ehrlich. Nein, Spaß, Freunde. Also Ronaldo, Mbappé muss vorne hin. Für jeden Pay-to-Win-Spieler da draußen, der auflädt, kann ich euch am besten nur empfehlen. Und ja, auf jeden Fall das zum Luxus-Team, Freunde. Chemiesystem, wie gesagt, muss ich mir nochmal angucken. Und dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Ich bedanke mich für jeden, der zugeschaut hat. Wir sind jetzt, wenn du dieses Video gesehen hast, live. Machen weiter und ja, lasst ein Like auf das Video da, abonniert den Kanal und macht's gut, Freunde, euer Khaled ist draußen und ciao.